Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit Surviving Mars. Ja, Lagerbestand ist mal wieder niedrig. Wir kennen es doch. Aber wir kennen es nicht nur, wir können auch hier Dinge tun. Zum Beispiel, wo haben wir das denn nochmal? Marsbeam, ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich jetzt für uns noch so problematisch wird. Ah, Problem ist, er braucht Maschinenteile. Ich hätte wissen müssen, dass es hier Probleme macht. So, giftige Regenfälle, Gefahr. Ach, ist auch doof alles. Nö, dann lassen wir das mal schön bleiben. Stattdessen können wir doch mal sehen, Passagiere. Noch nicht so wirklich. Ja, wir haben noch ein kleines Problemchen hier. Ah, egal, machen wir mal schneller das Ganze, damit wir auch schnell Fortschritte bekommen. So zumindest mein Gedanke. Ach, das ärgert mich, dass hier so langsam vorangeht. Ich möchte schneller den Mars schön haben. Ich könnte noch einen See voll pumpen, aber das wäre irgendwie auch nicht so das Wahre. Hä? Was behindert hier denn? Warum habe ich... Wassererzeugung müsste doch eigentlich hier ganz fluffig laufen. Ich habe doch allein hier schon 35. Ich verstehe es nicht. Plus Vaporisatoren und hier wird bald was Schönes gebaut. Genau. Mal kurz gucken, ist hier überhaupt... Ja, das ist alles noch im Umkreis, also... Vielleicht muss da ja ein Lager hin. Ein universelles. So eines hier. Dann könnte es auch mit den Nachbarn klappen. So, aber wir brauchen unbedingt mehr Maschinenteile. Das ist ja pervers. Ist das. So, schicken wir dann nochmal hier auf gut Glück. Los, dann kriegen wir schon irgendwie was zusammen. Metalle! Kann Metall nicht ohne Met schreiben. Das ist per se schon mal gut. Ah, jetzt funktioniert es auch da. Oh Wunder, oh Wunder. Du olle Flunder. So, hier können wir mal was abladen. Ja. Ui, jetzt haben wir hier ein gutes Plus. Wasser wird gespeichert. Und wir können langsam, aber sicher... diese schönen Dinger bauen, die wir aber so Stück für Stück, das ist besser, weil dann sind die nicht alle zum gleichen Zeitpunkt im Arsch. Ja, ich weiß, Lagerbestand niedrig. Ich bin ja auch nicht happy damit. Absolut nicht. Ah, das Ding ist bald kaputt. Das auch. Aber wenn das kaputt ist, das erneuere ich dann nicht mehr. Dann ist finito. So, deswegen warte ich jetzt nur noch darauf, dass das Ding kaputt ist. Und dann destroy it. Ah, Verstärkung, ja. There are Earthsick colonists. Das ist gut. So. Das Ding hier, aktuelle Abnutzung. Ja, das können wir kaputt machen. Kaputt. Das nächste wird das hier sein. Ja, so geht das doch schon mal in die richtige Richtung. Dann können wir hier noch irgendwie Produktion verstärken, weil wir es können. Was sagt denn hier unsere Forschung? Wir haben derzeit die schwerelose Medizin in Auftrag. Danach kommt Metallextraktion aus der Tiefe. Ist okay. Carbonatprozessoren, ach, das wird so teuer. Uch. Ah ja, das Ding kann ruhig gen Erde weiter. So, und schon sind wir mal ein paar Edelmetalle los. Perfekt. Gibt dann auch ein bisschen Geld. Das ist doch gar nicht mal so schlecht.
Ja, Jugendliche 9, Kinder 12, es geht voran. Offenbar hilft unsere Jugendinitiative. Ach, Kacke. Ich hätte es... Ich habe doch ausgeschaltet. Hm. Och, das ist doch hier alles doof. Ah, schlachten wir es doch erstmal aus. Wir können die Teile, glaube ich, gut gebrauchen derzeit. Nicht ganz gedacht, wie ich wollte. Naja. Haben wir ein bisschen mehr für neue Extraktoren, auch nicht schlecht. So, können wir hier nochmal ein bisschen Lager hinpflanzen. Außerdem noch ein Wasserextraktor oder so, ne? Wo haben wir denn hier? Gesteinsabfallverflüssigung. Ja, das wäre auch eine schöne Sache auf jeden Fall. Wäre. Nee, brauchen wir Lebenserhaltung. Da wollen wir doch Wasser. So, müssen wir nur noch so ein Röhrchen hier dran pappen und dann sollte das auch hier funktionieren. Wassererzeugung haben wir 5. Trotz Verstärkung. Das ist gar nicht mal so schön. Da könnten wir vielleicht Sonderdinger hier nochmal dran gebrauchen. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Metallteil. Fuck, jetzt haben wir das Ding doch repariert. Aber das hier, das können wir kaputt gehen lassen. So, du Freundchen, gehst jetzt kaputt. Ja! Futsch mit dir. Und wir brauchen eigentlich echt mehr Vaporatoren. Das ist... Es ist nicht schön. Und wird es so schnell, glaube ich, auch nicht werden. Aber wir haben hier demnächst noch eine Forschung fertig. Das bringt auch wieder ein bisschen Geld in die schwer gebeutelte Kasse. Research complete. Schwerelose Medizin. Yo! So, jetzt haben wir nur noch 2 Forschungen in der Reihe, aber die haben es echt in sich. Der wäre eigentlich auch gar nicht mal so doof. Heimatgemeinschaft. Ah, das wäre auch cool. Es gibt so viele coole Sachen, aber die coolen Sachen sind irgendwie auch teuer. Das wäre auch geil, irgendwie. Für Farmen, Hydrokulturfarmen und Pilzfarmen. Wieso nicht für Gedönsbums hier? Wasserkonservierung. Das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, wir brauchen die Wasserkonservierung mal langsam. Hängende Gärten. Ja, damit kann man richtig Komfort machen. Wäre komfortabel. Uiuiui. Da geht's ja derzeit rund hier. An dieser Stelle würde ich mal sagen, wir brauchen noch eine intelligente Anlage. Boing. Ich meine, wir können hier doch eigentlich die Services mitnutzen, ne? Warte mal, fehlendes Servicegebäude, Glücksspiel. Ja. Es macht keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Na gut, vielleicht um diese Uhrzeit. Jetzt könnte das wieder weg sein, weil... Nö, doch, vielens... Ist denn irgendwo ein Furz hängen geblieben oder so?
Ey, ich hab keine Idee. So. Aber jetzt von hängengebliebenen Furzen mal weitergedacht. Ja, wir könnten hier auch nochmal eine Tierfarm irgendwie rausholen. Aber erstmal geht's darum, ja, etwas mehr Metall zu produzieren. An dieser Stelle können wir mal wieder sehen, ob wir nicht noch ein kleines bisschen was hier rausbuddeln. Was heißt rausbuddeln? Aufsammeln. Das ist es ja eigentlich eher. Ja, hier unten natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Hier ist ja ohne Ende. Können wir gleich auch mal... Ach Mensch, der Idiot ist da jetzt auch hängen geblieben. Uff. Dann holen wir erstmal den und dann schicken wir den Suchen nach den Erkundern. Oh, das wird ein Spaß, doch. Das wird ein Spaß. Hier schon mal. Gucken, was gibt's denn hier? Durchschnittlich und sehr niedrig. Oh, ich muss ja mal sagen, das ist gar nicht mal so schön immer hier. Meteor shower incoming. Yeah. Formeller Protest. Bin ich stark gegen. Nein. Soll 117. Ich glaube, wir brauchen demnächst noch etwas mehr Wasser. So, mal kurz gucken, Vergleich. Sind das wirklich 5 nur? Warum? Ich hasse euch, die Extraktoren. Wir brauchen mehr als das. Ah, zum Glück haben wir gerade ein paar Teile auf Lager. Das bedeutet, wir können noch ein paar Wasserextraktoren bauen. Yay! Warum nicht? Und dann können wir hier wieder einen schon mal abschalten, auf jeden Fall. Gibt es derzeit einen, der baufällig ist? Zwei sogar gleich. Ha. Resources are low. Oh, ich bräuchte echt eine bessere Wasserquelle. Anomaly found. Aber Wasserspeicher ist relativ voll. Ah, ist vermutlich der Meteoritenschauer, ja. Gut, da muss ich jetzt aufpassen mit dem ferngesteuerten Transporter. Nee, da. Das bedeutet, einen Kommandeur schicke ich mal wieder hier irgendwo hin. Und dann kann ich unseren Sucher, wo haben wir den? So, erstmal haben wir den auf jeden Fall wieder voll. Das bedeutet, du lädst deinen Sheet mal hier ab. So, der Sucher, genau. Wir sind hier ja nicht beim Quidditch. Der Sucher, der darf mal hier den Erkunder holen. Aber aufpassen mit den Treibern. Hä? Wie jetzt? Hä? Ach, da. So, jetzt macht den bitte schon wieder heil, ne? Rümpel, pömpel, rümpel, pömpel. Die werkeln und tun und machen. Und siehe da, der ist wieder flott wie Nachbars Lumpi. Was wollen wir mehr? Dann dürfen wir... Wo ist denn der andere? Ist der hier irgendwo verbuddelt? Da können wir ja mal gucken, wo der andere Reparatur... Ach, da! Was macht ihr denn da? Das ist ja... spektakulös. Sektor scanned. Keine Ressourcen. Ja, das haben wir gerne. Ach ja. Hungersnot. Okay. Eine andere Kolonie hat Schwierigkeiten mit dem Anbau von Nutzpflanzen.
Die Gefahr einer Hungersnot ist in unser ständiger Begleiter auf diesem ungezähmten Planeten. Die Kolonie von Space Y, unserer Konkurrenz, ist eine Weile gut zurechtgekommen, aber die letzten Berichte haben gezeigt, dass ihre landwirtschaftliche Entwicklung stagniert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dinge aus dem Ruder geraten. Ja, gute Frage. Ach komm, Vielfraßkolonisten haben ja derzeit genug Nahrung. Warum nicht? Ich nehme mich ihrer gerne an. Oh, apropos, neue Kolonisten. Ja, ach komm, 11 Stück reichen. Schicken wir mal los. Einfach, damit ich wieder mal was losschicken kann. So, da kommt eine Rakete. Oh, und wir haben wieder ordentlich Mittel hier. Das bedeutet, wir könnten in der Theorie auch eine Frachtrakete mal wieder losschicken. Fertigbauten. Was sagen denn die Vapos hier? Von bis, ne? Nehmen wir mal so 2 Stückchen. Können wir dann ja gut streuen. Streuen, ja. So, und den Rest, das kostet auch nicht ganz so viel. Und schon sind unsere finanziellen Mittel wieder ausgeschöpft. Ui, die brauchen aber auch hier wartungstechnisch. Uiuiui. Auch ein bisschen besorgniserregend. Aber hey, warum nicht? Noch befindet sich der Sturm wirklich nur in dieser Ecke. Das finde ich gut. Hoffentlich zieht er nicht hoch. Weil dann läuft das gar nicht mal so übel. Dann kann ich damit leben. So, hier. Da müssen wir allgemein mal mehr produzieren. Dafür brauchen wir eigentlich auch mehr Maschinenteile für Wartung. Ja. Spaßig. Eigentlich nicht. Kurzum, wir brauchen hier, ach, es sind eh schon Arbeitslose an dieser Stelle. Na dann, können wir noch mal produzieren hier. Maschinenteilefabrik. Genau das will ich. Gib ihm. Beziehungsweise gib mir. Da kommt's hin. So, sind hier etwa unsere Vielfraßkolonisten gekommen? Das kann natürlich sein. Und weil es so schön ist, machen wir auch noch hier eine intelligente Wohnanlage. Und weil es so schön ist, beenden wir auch die Folge. Ha, was für ein Übergang. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.